Unsere Luxusimmobilie, welche wir Ihnen dieses Mal vorstellen, kann für Hobbybastler ein richtiges Schnäppchen sein. Doch dazu später mehr. Diese Liegenschaft liegt zwischen St. Pölten und Krems und bietet viel Platz für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, denn bei einer Wohnfläche von 353 Quadratmeter gibt es genügend Platz, um es sich gemütlich zu machen. Was bei manchen Familien schon ein begehbarer Kleiderschrank wäre, ist hier nur der Vorraum, welcher über die Doppelgarage direkt betreten wird. Über den zentral gelegenen Vorraum gelangt man sowohl in das obere und untere Geschoss des Hauses, aber auch direkt in den Essbereich. Linker Hand und ein paar Stiegen abwärts befindet sich das große Wohnzimmer, welches durch die große Couch und den zentral gelegenen Kamin zum Abschalten nach einem anstrengenden Arbeitstag einladet. Die helle Küche befindet sich direkt neben dem großen Essbereich und bietet genügend Platz, um mehrgängige Menüs zu zaubern. Aber auch schnelle Espressos sind an der integrierten Bar jederzeit möglich. Das Highlight des Erdgeschosses ist allerdings der helle Essbereich, da man hier nicht nur nach oben zur Galerie genügend Platz hat, sondern auch aufgrund der großen Fensterfront das Gefühl hat, direkt in der Natur zu sitzen. Doch nun kommen wir zum Traum eines jeden Kindes, denn neben einem Flipper steht auf der Galerie im Obergeschoss auch ein eigener Billardtisch. Und das sogar direkt vor dem Kinderzimmer. Zwei geräumige Kinderzimmer teilen sich auf dieser Seite ein Bad und ein WC, welches allerdings noch ausgebaut gehört. Auf der anderen Seite befindet sich das Elternschlafzimmer, wo ein angrenzendes Bad ebenfalls noch möglich wäre. Wenn wir schon bei den Räumen sind, welche man noch selbst gestalten kann, dann werfen wir doch gleich einen Blick in den 230 Quadratmeter großen Keller mit Schwimmhalle. Der Kellerbereich wurde bisher nur zur Hälfte fertiggestellt, was den Vorteil hat, dass dieser entweder privat oder aber auch geschäftlich verwendet werden kann, da man hier über einen separaten Zugang auch einen eigenen Therapiebereich schaffen kann. Zusammengefasst kann man sagen, dass diese Immobilie schon viel zu bieten hat, aber auch noch für einiges offen ist. Bei detaillierten Fragen können Sie sich gerne direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Raiffeisen Immobilien wenden.